Hallo, meine lieben Zuschauer und Neulinge, Anfänger, Veteranen, whatever. Wir möchten uns erstmal vorstellen, wir sind Donnerbuddies, wir sind ein Zwei-Mann-Team, was sich zur Aufgabe gemacht hat, einfach die Toxizität in WoW oder anderen Spielen entgegenzuwirken, weil mittlerweile ist es ja wirklich so, gerade wenn du als Neuling irgendwo reinkommst ins Spiel, du wirst halt permanent geflamed und niedergemacht und ja, google doch oder lern deine Spielweise erstmal und warum bist du überhaupt, warum skillst du so und so scheiße und das alles kacke, du bist schlecht und verpiss dich und bla bla bla, Punkt, 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 Punkt. Und um diesem entgegenzuwirken, haben wir uns einfach überlegt, weil wir auch gerne spielen, den Leuten zu helfen. Wir haben einfach dieses typische Helfersyndrom und zwar für Diablo, für World of Warcraft und für Lost Ark, was jetzt ab März, Februar 2021 kommen wird. Da wollten wir einfach sagen, wir wollen dagegen wirken. Wir haben keinen Bock, einfach immer mit so anzusehen, wenn die Leute sich im Chat zerfleischen. Einer fragt ganz normal, kann mir mit einer helfen? Und da kommt einfach gleich, ja, GDF. Google ist dein Freund. Und das ist doch scheiße. Also ich finde, die Spielmacher haben doch eigentlich ein Rollenspiel reingebracht, damit man miteinander redet, miteinander spielt und auch miteinander höflich und respektvoll umgeht, egal zu welchem Land, zu welcher Religion oder zu welchem Staat man gehört. Das ist alles total scheißegal. Aber wir haben uns halt, wie gesagt, zur Aufgabe gemacht, den Leuten zu helfen. Ihr könnt uns jeder im Spiel finden. Wir sind auf Blackhand. Und zwar einmal auf der Horde. Allianz haben wir zwar auch ein paar Charaktere, da spielen wir aber gerade aktuell nicht so viel. Wenn ihr uns suchen wollt, wir sind bei Blackhand auf den Community-Server drauf. Der nennt sich auch Donner Buddies. Da ist es ein Picknickkorb als Logo. Da könnt ihr joinen, uns Fragen stellen zu Klassen. Also wir helfen euch bei Klassen, wir helfen euch bei Erfolge. Wir zeigen euch, wo man hingehen kann, um bessere Skills zu kriegen. Wir erklären euch die Fähigkeiten. Wir haben auch auf YouTube zum Beispiel, jetzt auf unserem jetzigen Kanal, haben wir zum Beispiel auch kleine Guides, die wir reinbringen, wo ihr euch da informieren könnt. Das sind halt Hilfestellungen. Im Endeffekt müsst ihr euch erstmal ein Spiel zurechtfinden und dafür sind wir da. Also wenn ihr Fragen, es gibt keine dummen Fragen, ihr könnt uns alles fragen. Wir werden dem Spiel unsere Aufmerksamkeit widmen. Natürlich jetzt im März ein bisschen mehr Lost Ark und wenn eine Season von Diablo kommt, dann wird wahrscheinlich die Diablo-Season gespielt und gestreamt. Hier auf YouTube ist es so, dass wir natürlich alles streamen, was Spaß macht, aber für WoW, Diablo und Lost Ark werden wir Guides reinbringen. Ich habe auch für WoW Storyline reingemacht, damit die Neulinge erstmal ein bisschen die Story von WoW kennenlernen und auch die Geschichte miterleben können, wenn sie jetzt mal erstmal nicht wissen, ob sie spielen wollen. Da folgen weitere Videos. Ich bin noch nicht so weit fertig geworden. Ja, ihr habt einfach Fragen. Ihr könnt uns auf Twitch, könnt ihr uns Donnerbuddies suchen. Da sind wir auch immer meistens am Stream. Wie gesagt, wir sind ein Zwei-Team, also ein Zwei-Mann-Team. Ich bin Mücke und mein Kollege heißt Matze. Also Matze hat noch keine Kamera, das wollte ich euch auch gar nicht antun. Aber ja, wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach. Wir posten auch öfters im Spiel und verlinken uns und sagen hier, wenn ihr Hilfe braucht, schreibt uns an oder kommt uns besuchen auf Twitch oder YouTube. Das bleibt euch überlassen. Der Twitch-Channel ist mehr vom Matze, also Matte unterstützt den Twitch-Channel mehr und ich den YouTube-Channel, weil in YouTube spiele ich auch, was ich Bock habe. Also in YouTube kommen auch andere Spiele, nicht nur die drei, sondern querbeet ein, was mich interessiert, was euch vielleicht interessiert, wo ich vielleicht mal reinschauen soll, um zu schauen, ob es euch liegt, ob ihr sagt, ja komm, kannst du mal da reinschauen, was du da für ein Statement abgibst, das gucken wir uns das natürlich an. Wir wollen auch keine Follower oder keine Abonnentenzahlen erreichen, das ist uns total bums egal, das machen wir einfach nebenbei. Und wir haben viel Feedback bekommen, dass das eine gute Sache ist, die wir hier machen. Und wir wollen uns auch treu bleiben. Also, wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht bei World of Warcraft, Diablo oder später Lost Ark, schreibt uns einfach an. Wir nehmen uns die Zeit. Natürlich, wir haben Familie und Arbeit privat noch. Also, wenn wir online sind, dann gucken wir, dass wir auch da sind, aber auch ein bisschen spielen. Wie gesagt, fragt ihr Fragen, dann fragt uns einfach. Und Donner Buddies ist einfach aus der Idee entsprungen, einfach den Leuten zu zeigen, dass es nicht nur Arschlöcher gibt in WoW, Diablo oder Lost Ark, sondern es gibt auch noch Leute, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, einfach miteinander anzustreben und nicht ein Gegeneinander, weil das macht keinen Spaß. Im PvP ist es eine andere Geschichte, aber im Open PvP ist es natürlich auch nochmal eine andere Sache, aber wenn man einfach ein Online-Spiel spielt, wo man reinkommt als Neuling und einfach keine Ahnung hat von einem Ruhestein oder sonstigen oder von einem Trank oder so, dann könnt ihr uns einfach anschreiben. Wir nehmen uns die Zeit, wir schauen Skillungen drüber, wir gucken auch bei Veteranen, wenn sie das möchten. Wir empfehlen auch Talente, die vielleicht den Einstieg ins Spiel erleichtern, aber es sind alles Hilfestellungen. Im Endeffekt spielen müsst ihr selber
Und es kostet euch absolut gar nichts. Wir machen auch öfters mal einen Inselexpedition-Guide jetzt von neuem 1.5 und alles Mögliche. Also es kommen auch weitere Guides für Erbstücke. Also wir sind dran, wir sind im Aufbau. Deswegen möchte ich einfach nur sagen, ihr könnt mich auch in Battle.net anschreiben, da heiße ich Don Buddy Mücke. Oder ihr sucht mich einfach im Spiel, da heiße ich Kafaloria. Die Namen kann ich euch ja noch reinschreiben und die Daten, da könnt ihr jederzeit mich anschreiben. Aber wenn ihr mich anschreibt, bitte schreibt, was ihr möchtet und woher ihr das habt, damit wir auch sehen können, wo wir euch zuordnen können. Das wäre super. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag heute. Wie gesagt, habt ihr Fragen zu uns, fragt uns einfach. Wir sind für euch da und das ist unser Motto. Also wir wollen einfach diesen Krieg im WoW beenden, dass neue einfach niedergemacht werden von den alten Leuten, von den altgefleischten Spielern. Und deswegen sind wir da. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß, guten Loot und denkt dran, so wie ihr behandelt werden wollt, behandelt die anderen Menschen.